Fahrzeugbrände werden durch technische Defekte ausgelöst. Ein durch Zündstörungen überhitzter Katalysator kommt als Brandursache ebenso in Frage wie Ölverlust und Kurzschlüsse. Selbst wenn der Fahrer die Gefahr nicht sofort bemerkt, bleibt das Risiko gering. Denn Fahrzeugbrände entwickeln sich langsam. Mit einem griffbereit angebrachten Autofeuerlöscher lassen sich die meisten Entstehungsbrände noch rechtzeitig löschen. Doch halt! Nur bei richtigem Einsatz ist der Löschangriff erfolgreich. Wenn der Pulverstrahl nur einfach in das Feuer gehalten wird, lassen sich die Flammen nicht beeindrucken. Und nach 10 Sekunden Dauerbetrieb ist der Löscher leer. Nur wenn der gesamte Brandherd von vorn nach hinten und aus angemessenem Abstand mit einer geschlossenen Pulverwolke überzogen wird, lassen sich die Flammen ersticken. Dies kann stoßartig oder mit sanftem Dauerstrahl geschehen. Vorsicht bei Bränden im Motorraum. Um Frischluftzufuhr zum Brandherd zu vermeiden, sollte die Haube nicht weiter als nötig geöffnet und der Motorraum durch den Spalt mit Löschpulver eingenebelt werden. Erst danach ist es ratsam, die Haube ganz zu öffnen und, wenn nötig, dem Feuer den Rest zu geben. Und dies sind die wichtigsten Hinweise des AZT zu Fahrzeugbränden. Haben Sie keine übertriebene Angst vor Explosionen. Solche dramatischen Szenen gibt es nur im Film und Fernsehen, aber nicht im realen Unfallgeschehen. Solange sich das Feuer auf den Motorraum beschränkt, ist das Risiko bei der Bergung von Insassen und Gepäck gering. Ab Brandbeginn dauert es mehrere Minuten, bis das Feuer auf den Innenraum übergreift. Mit Autofeuerlöschern lassen sich Entstehungsbrände wirksam bekämpfen. 2 Kilogramm Löscher sind empfehlenswerter als die zwar handlichen, aber weniger wirksamen 1 Kilo Löscher. Löschen Sie stets in Windrichtung und hüllen Sie den gesamten Brandherd in eine dichte, geschlossene Pulverwolke. Nur so können Sie das Feuer erfolgreich löschen und nicht nur Sachwerte, sondern auch Leben retten.